Hallo und willkommen zur Fortsetzung unseres Kapitels zu Remote Procedure Calls. Ich möchte in diesem kleinen kurzen Video mit Ihnen gerne eine kleine Geschichte aus der Vergangenheit besprechen. Etwas, das Sie vielleicht einmal gehört haben, an einem Lagerfeuer, als eine Geschichte aus vergangenen Tagen, nämlich Webservices. Begeben wir uns auf eine kleine Reise ungefähr 15 Jahre in die Vergangenheit. Stellen Sie sich vor, es gab das World Wide Web und man hat im World Wide Web durchaus viele interessante Informationen gefunden. Ein typisches Beispiel, um diese Geschichte zu erzählen, wäre etwa die Webseite eines Reiseveranstalters. Dort können Sie Informationen zu Flugreisen finden, zu Hotelbuchungen, freie verfügbare Mietwagen und so weiter und so weiter. Alles für einen menschlichen Benutzer schön hübsch aufbereitet, sodass Sie leicht dort drin navigieren können, Eingaben machen und so weiter und so weiter. Für einen menschlichen Benutzer aufbereitet. Oder eine Logistikfirma gibt Ihnen an, in einer schönen, ansprechend optisch gestalteten Webseite, wie Sie herausfinden können, wie teuer es ist, welche Art von Ware von wo nach wo zu verschicken, mit vielen Hilfetexten und mit viel Informationen drumherum. Und das ist für einen Menschen auch toll gemacht und es sieht schön aus. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie möchten diese Information aus einem Programm heraus benutzen. Naja, im Prinzip geht das natürlich schon. Sie können aus Ihrem Programm heraus eine entsprechende Anfrage über HTTP, typischerweise wäre das ein HTTP-GET, an Ihren Webserver schicken. Er wird mit einer HTML-Seite antworten, die alle diese Informationen ansprechend optisch aufbereitet darstellt. Diese Webseite, HTML-Seite, wird typischerweise aus vielen Teilseiten bestehen, sodass Sie dann weitere GETs auslösen müssen, um dann vielleicht tatsächlich an die Sie eigentlich interessierende Seite zu kommen. Dazu müssen Sie eine möglicherweise recht komplex gestaltete HTML-Seite erst einmal parsen, die richtige Seite finden. Und natürlich müssen Sie sich darauf vorbereiten, dass irgendjemand den Aufbau dieser Webseite etwas verändert, um es noch schöner darstellen zu können, sodass Ihr Programm, das Sie gerade geschrieben haben, falsche Annahmen über den Aufbau der Webseite macht. Ihr Parsen funktioniert nicht mehr und Sie haben eine nutzlose Anwendung vor sich. Also ja, im Prinzip geht das. Im Prinzip könnten Sie auch aus für Menschen entwickelten Webseiten durch ein Programm Informationen entnehmen. Aber es ist umständlich, es ist aufwendig, es ist mit vielen Fehlerquellen versehen, es ist nicht wartbar, es ist nicht pflegbar, Sie werden es oft aktualisieren müssen. Also Sie merken, das ist, dieses im Prinzip ja ist hier natürlich nicht ausreichend. Das haben schon damals vor circa knapp 20 Jahren viele Leute erkannt und es kam zur Idee, dass wir eigentlich die Information, die hinter einem Webserver, einem HTTP-Server verborgen ist, durchaus auch gerne Programmen zur Verfügung stellen möchten. Also in einer Art und Weise zur Verfügung stellen möchten, die nicht diese ganzen Schwierigkeiten beinhaltet, die man mit dem Parsen von HTML-Seiten, die für den Mensch gemacht sind, hat, sondern ich bin direkt darauf vorbereitet, mit einem Programm als Klient zu sprechen und beschränke meine Informationen auf das, was wirklich interessiert. In diesem Sinne, es geht darum, einen Standardmechanismus zur Verfügung zu stellen, sodass Client und Server, programmatische Clients und Server, miteinander kommunizieren können und einfach Informationen austauschen können. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne webbasierte Mechanismen dazu benutzen. Man könnte ja hier auf die Idee kommen und sagen, ja, aber ist doch toll, das ist genau dafür, für eine solche Situation haben wir Remote Procedure Calls erfunden. Wozu haben wir denn das ganze vorherige Kapitel gemacht? Wir haben Remote Procedure Calls erfunden. Eigentlich möchte der Client hier Aufrufe bei dem Server machen und dort Informationen abholen. Das ist ein Funktionsaufruf, ein Prozeduraufruf. Ja, im Prinzip würde das auch gehen und das hätte auch eine innere Eleganz. Das Problem ist ein ganz pragmatisches und oft ein Sicherheitsproblem. Viele Administratoren haben sich und hatten sich damals schon damit abgefunden, dass ein Webserver von außen zugreifbar sein sollte. Trotz großen Widerstrebens und der Idee, dass das Web ja sowieso nur von eine vergängliche Mode ist. Man hatte sich damit abgefunden, dass man HTTP durch eine Firewall hindurchlassen musste, vielleicht nur in etwas, was man gerne eine demilitarisierte Zone nannte, die zwischen der Außenwelt hinter einer Firewall, der Webserver, eine weitere Firewall und dann das eigentliche Firmennetz stand. Aber nichtsdestotrotz, das war und ist akzeptierte Praxis.
irgendwie ein allgemeines RPC-Protokoll, irgendwie allgemeine Remote Procedure Call-Mechanismen einzuführen, ist schwer verkaufbar, schwer akzeptabel für ihre typische Administratoren und für ihre typische Systemarchitektur. Also eigentlich, was wir hier bauen wollen, ist eine Art RPC on top of unter Benutzung von Standard-Web-Mechanismen. Mit dem Argument, Standard-Web-Mechanismen sind akzeptiert, wir haben uns damit abgefunden, HTTP unterstützen zu müssen, und wir haben andererseits akzeptiert, dass so etwas wie ein RPC an sich nützlich ist, aber bitte nicht mit einem weiteren Mechanismus, nicht mit einem weiteren Transportprotokoll. Wir benutzen das www, um ein RPC zu realisieren. Das ist die Idee dabei. Und das ist dann Webservice. Die Definition, die ich hier angegeben und zitiert habe, stammt etwa aus dem Jahr 2004. Das lese ich Ihnen jetzt nicht im großen im Detail vor. Es ist ein Software-System, das dazu da ist, eine Maschine-zu-Maschine-Interaktion. Programm-zu-Programm-Interaktion wäre vielleicht die präzisere Formulierung. Nichtsdestotrotz hat sich Machine-to-Machine gehalten. Das finden Sie heute noch, wenn Sie von Machine-to-Machine-Communication reden. Es sind natürlich Programme auf den Maschinen, die miteinander kommunizieren. Aber nun ja, das ist vielleicht dann auch nur eine Unterscheidung, die nicht unbedingt wirklich nötig ist. Also, wir möchten interoperable Machine-to-Machine-Interaktion, Zusammenarbeit erlauben. Und dazu brauchen wir ein paar Dinge. Dazu brauchen wir eine Schnittstellenbeschreibung, die automatisiert lesbar sein soll, ein Machine Processable Format. Das ist das sogenannte WSDL. Schauen wir uns auf folgenden Folien etwas genauer an. Also, wir haben wieder eine Schnittstellenbeschreibungssprache. Und alles andere hätten wir gerne möglichst auch, wie gesagt, Webmechanismen abgebildet. Wir müssen noch die Nachrichten beschreiben können, die in diesen Interfaces ausgetauscht werden. Das werden wir über ein weiteres Beschreibungsformat machen, das sich SOAP nennt. Und das Ganze setzen wir auf HTTP auf als Transportmechanismus, und die Darstellung soll als XML geschehen, in XML-Formaten ausgedrückt sein. Das ist die grobe Idee eines Webservices. Eine Interface-Beschreibungssprache, die XML-formatierte Nachrichten benutzt, SOAP-Nachrichten, um ein Interface zu beschreiben und die Anfragen, Aufrufe dieses Interfaces über HTTP transportiert. Und damit haben wir auch die wesentlichen Komponenten zusammen, die Sie brauchen. Sie haben oben eine Anwendung. Machen wir es von unten. Sie haben unten Ihr Transportprotokoll, das Ihnen erlaubt, Informationen anzusprechen, das Ihnen erlaubt, Endpunkte Ihrer Prozeduren zu finden und zu identifizieren über UAIs. Ihre Prozedur ist eine Ressource, also hat sie einen Uniform Resource Identifier. Und das Ganze über HTTP als Transportmechanismus zu benutzen. HTTP sitzt natürlich on top of TCP, das wiederum on top of IP sitzt. Aber auch hierzu gibt es Alternativen. Halten Sie sich an HTTP fest und Sie machen nichts falsch. Wir brauchen eine Syntax, um diese Nachrichten, die von und zu Aufrufer und aufgerufenem Teil Ihres Programms ausgetauscht werden können. Letztlich lösen wir hier wieder ein Datenrepräsentationsproblem, ähnlich wie wir das mit MessageBuf und ähnlichen Dingen schon mal getan haben. Hier war es das sogenannte Simple Object Access Protocol, SOAP, was seine Nachrichten als XML ausgeschrieben hat. Und aus diesen einzelnen Nachrichten hat man dann den Webservice als Ganzes, sein Interface und damit den Webservice zusammengebaut in der Webservice Description Language. Es gab dann noch für den Fall, dass Sie nicht wissen, welchen Webservice Sie eigentlich brauchen, noch die Vorstellung, dass Sie Webservices beschreiben und suchen können. Dazu gab es das UDDI, die Uniform Description Discovery and Integration, die praktisch allerdings noch weniger Bedeutung hatte als der Rest. So, sprechen wir kurz über SOAP. SOAP ist, wie gesagt, eine XML-basierte Repräsentation von Nachrichten, um Werte zwischen RPC-Endpunkten auszutauschen. Also ein Bestandteil, die Beschreibung einer einzelnen Nachricht eines Request-Reply-Protokolls. Als Nachricht in XML ist sie selbstbeschreibend und sie ist dadurch außerordentlich geschwätzig. Wenn Sie sich vorstellen, einen einzelnen Integer zu übertragen in einem üblichen RPC-normalen Transportprotokoll, naja, dann sind das 4 Byte. Vielleicht brauchen Sie noch ein weiteres Byte, wenn Sie an etwas wie MessageBuf oder ProtoBuf denken. Dann brauchen Sie noch ein weiteres Byte, um zu sagen, jetzt kommt ein Integer.
Weil dann haben Sie ein Overhead von 25% und das ist schon viel. SOAP würde den Integer erst einmal als ASCII-Zahl ausschreiben, also als Text ausschreiben und mit vielen spitzen Klammern versehen, um zu sagen, dass es jetzt um einen Integer geht und dass der jetzt wirklich anfängt und dass der Integer jetzt zu Ende ist und dass jetzt dieser Teil der Nachricht auch zu Ende ist. Also das sind Faktoren, das sind teilweise Größen, Zehnerpotenzen, die SOAP einen den eigentlichen Nachrichteninhalt aufbläht. Wenn Sie bedenken, dass das zu einer Zeit entstand, Mitte der 2000er, als Mobilkommunikation wirklich anfing, populär zu werden, als es auch anfing, Web- und ähnliche datengetriebene Dienste in mobilen Endgeräten zu benutzen über zellulare Netze, dabei aber Datentarife existierten, bei denen Sie sehr nach Volumen bezahlen mussten, und zwar sehr bezahlen mussten, dann ahnen Sie, dass ein solches extrem geschwätziges Protokoll, das die Daten sehr, sehr aufbläht, nicht unbedingt den richtigen, den günstigen Kairos, den richtigen Moment der Stunde hier gefunden hatte. Nichtsdestotrotz, SOAP hatte einen großen Vorteil, es wurde über HTTP transportiert und das HTTP hatte hier die Aufgabe, durch Firewalls hindurchzukommen, spöttisch als das Firewall Penetration Protocol bezeichnet. So, damit können wir einzelne Nachrichten beschreiben. Ich erspare Ihnen die Beispiele dazu, die sind zu grauslich, um sie sich anzuschauen. Wir brauchen jetzt noch das Interface als Ganzes. Wir brauchen die Interface Definition Language. Das war das WSDL, in dem ich Interfaces beschreiben konnte. Ich konnte sagen, ein Interface besteht daraus, dass dass eine Nachricht mit diesem und diesem Parameter als Eingabe ankam und eine Ausgabe bestand aus diesem und jenem Parameter als Nachricht. Alles wieder in XML aufgeschrieben, zwar prinzipiell maschinenverwertbar, aber nicht besonders schön lesbar oder schreibbar. Die Ideen dahinter sind sehr ähnlich zu dem, was wir bei RPC und RMI uns besprochen haben. Es hatte noch die Vorstellung von Bindings, zu sagen, dass dieser Dienst genau bei dieser URL auf genau diesem Server angeboten wird. Das hat den Vorteil, Sie brauchen keine Registry, Sie müssen nicht irgendwo nachschauen, dieser Dienst existiert wo. Sie haben andererseits den Nachteil, dass Sie kein Late Binding machen konnten. Sie mussten im Prinzip zur Programmentwicklungszeit, spätestens zur Deployment-Zeit festlegen, auf diesem Rechner, auf diesem Fully Qualified Domain Name steht dieser entsprechende Dienst zur Verfügung. Wenn Sie sich WSDL-Beschreibungen anschauen, dann waren die, das wird Sie nicht überraschen, XML sehr geschwätzig. Sie waren auch relativ schwer lesbar, es bestand aus einzelnen Abschnitten, Sie mussten diverse Dinge erstmal definieren, Sie mussten erst Nachrichtentypen definieren, aus Nachrichtentypen konnten Sie Interfaces zusammenstellen, aus Interfaces konnten Sie Services zusammenstellen und so weiter und so weiter. Auch das hier vielleicht die richtige Idee, aber in seiner Umsetzung nicht unbedingt besonders schön. Wenn Sie das jetzt nebeneinander legen, Webservice einerseits und das, was wir als Distributed Object Model uns zuvor angeschaut haben im vorherigen Video, dann werden Sie vielleicht denken, naja, auf dem einen Seite sicherlich ist die Beschreibungssprache eine WSDL eine ganz andere, als wenn ich ein Java RMI direkt in Java aufschreiben kann. Aber eigentlich ist es doch eigentlich ziemlich ähnlich. Ich schreibe auf etwas, das ich als Dienst auffassen kann, kann ich folgende Methoden aufrufen, Service-Methode, Interface, folgende Methoden aufrufen. Das ist jetzt nicht so großartig anders, als bei einem Webservice zu sagen, das entspricht den einzelnen Interfaces davon. Wenn man genauer hinschaut, gibt es aber durchaus ein paar wichtige Unterschiede. Insbesondere ist eigentlich der Vergleich von einem Webservice mit einer entfernten Klasse falsch. Eigentlich ist ein Webservice, der laufende Webservice, eigentlich ein Single Remote Object, ein einzelnes entferntes Objekt und eigentlich ein Singleton Objekt. Ein Objekt, das Sie nicht instanziieren können, von dem Sie keine neuen Kopien erstellen, keine neuen Instanzen erschaffen können zu der dazugehörigen Klasse. Es gibt genau dieses eine Objekt, das diesen Dienst erbringt. Wenn Sie dann noch sagen, naja, wir brauchen auch nichts, was so etwas wie Objektreferenzen wäre, weil wir auch keine Objekte durch die Gegend reichen. Es gibt ja nur Singleton-Objekte, die bleiben, wo sie sind, die werden nicht durch die Gegend gereicht. Wir haben also keine Notwendigkeit, so etwas wie Remote Object References uns zu überlegen. Da wir Objekte auch nicht erzeugen, werden wir sie auch nicht vernichten, also brauchen wir auch keine Garbage Collection. Dann sind sie näher aneinander. Wenn Sie sagen, ein Webservice ist ein Distributed Object Model,
mit diesen starken Einschränkungen, es gibt nur Single-Objekte, die werden nicht dynamisch erzeugt, die existieren einfach, es gibt keine Referenzen darauf und so weiter und so weiter, dann passt das Modell ganz gut. Nicht? Dann ist Ihr Service, Ihr Remote Service, ist das Remote, das Singleton Remote Object, auf dem Sie einzelne Methoden aufrufen können. Gerne zustandsbehaftet, der Service darf seinen Zustand verändern, er darf sich Dinge merken, aber das ist es dann auch. Wie das konkrete Transportprotokoll aussieht, wie Sie die Daten jetzt darstellen, ob Sie jetzt tatsächlich Ihre Daten über MessageBuf, Protobuf oder ähnliches kompakt repräsentieren oder über SOAP und XML geschwätzig repräsentieren und dann über HTTP transportieren oder direkt über TCP oder UDP transportieren, das ist fast schon egal. Das ist vom Prinzip her wirklich komplett egal. Es ist auch in praktischer Benutzung von dem erheblichen Overhead, der hierbei entsteht, abgesehen, eigentlich auch egal. Aber Overhead ist halt nicht egal. Overhead ist in praktischen Systemen halt durchaus relevant. Und dieser Overhead hat sicherlich nicht dazu beigetragen, die Webservice-Idee populärer zu machen. Schon gleich gar nicht bei Kunden, die für die Daten bezahlen mussten, die hier ausgetauscht wurden. So, wenn man sich das also im eigentlich schon historischen Rückblick anschaut. Webservices Mitte der 2000er, vor 15 Jahren, war als der Retter komplexer IT-Systeme angepriesen worden und das wird alle unsere Probleme lösen und in Zukunft wird alles über Webservices und XML und so weiter miteinander kommunizieren. Ich frage mich, ob Sie jemals in die Verlegenheit gekommen sind, so etwas zu tun, ob Sie schon mal eine SOAP-Nachricht aufschreiben mussten oder eine WSDL-Spezifikation gesehen haben. Ich würde vermuten, nein. Und ich würde auch fast vermuten, dass Sie das in Zukunft nie sehen werden, es sei denn, Sie spezialisieren sich auf die Pflege von Legacy-Systemen. Damit kann man gutes Geld verdienen, das kann eine interessante Karriereentscheidung sein. Aber ob Sie sich das antun wollen, das möchte ich Ihrer Leidensfähigkeit überlassen. Dieses große Versprechen jedenfalls, dieses große Versprechen, die komplexen IT-Systeme durch Webservices zu vereinfachen, zu verschlanken, zu revolutionieren, alles ganz toll zu machen, das ist zweifellos nicht eingelöst worden. Letztlich war dieses ganze Gebilde mit seinen verschiedenen Schichten, dem sehr komplexen und komplizierten Tooling-Support, das dazu notwendig war, letztlich viel zu kompliziert, geradezu barock als die ineinandergreifenden Strukturen. Und wenn etwas zu kompliziert geworden ist und zu verschnörkelt, dann dauert es meist nicht allzu lange, bis eine Vereinfachung, eine Verschlankung, eine Simplifikation eintritt. Und das ist das, was wir uns im nächsten Video als REST-Interface anschauen werden. Zunächst mal danke fürs Zuhören.